Mach eine schöne Reaktion. Erstmal das Gucci Shop, das günstigste, was es gibt. So ein schönes Hemdchen. 280 Flocken. Kann man zwar auch bei C&A und H&M reingehen. Was der Typ da gerade sich anguckt, ist auch hier die Frage. Schöne Hose auch. Dann hier, geht's weiter. Hier auch schön, wie man sieht, ein Gucci-Stempel, 10 Euro mehr. Das Model muss man mal kurz ranzoomen. Da muss man sich einfach denken, was ist da los, ne? Diese lila Hose hier ist wie so eine Hotpants. Hier nochmal schön, die Pixelung, geil. Da hat man Bock. Guckt hier sein Gesicht an. Also ich weiß ja nicht. Auch diese, also ich glaube, dieses Outfit, wie viel ist ein Outfit wert? Safe trotzdem 10.000, aber es sieht einfach scheiße aus. Das ist halt das Problem. Ja, und bevor ich mir jetzt die ganze Scheiße angucke, gehen wir jetzt mal auf was. Das sind aber alles Herrenkleidung, ne? Nur Herrenkleidung. Das ist das Höchste. Ich meine, das finde ich sogar besser als dieses eine. Okay, was hat die da? Besser als diese 290, ja. Habe ich mir nicht mal gemerkt, was es ist, weil es einfach so uninteressant war. Aber 4.980 Euro für diese Bomberjacke ist einfach auch so hoch. Es sieht, die sieht nicht ganz so scheiße aus, finde ich persönlich, als andere. Das sieht auch nicht ganz so scheiße aus, aber weiß ich nicht. Wir können doch mal gucken, was gibt es hier noch so. Ja, Herren, sollen wir da nehmen? Nehmen wir mal, keine Ahnung, ich glaube Schuhe. Taschen, Freizeichen. Ist gut. Herren und Taschen, ja, weiß ich auch nicht, ne? So. Das Niedrigste an Schuhe. Ich meine, gut, Schuhe sollten ja immer. Aha, komm, nur solche Sticker, die du auf deinen Schuhraum kleben kannst. Für 195 Euro. Da muss ich los. Ich weiß ja nicht, warum man sich sowas holt. Und das ist nicht die Schuhe, ne? Das ist nur dieser Sticker. Nur dieser Sticker hier, 195 Euro. Und das Günstigste, dann geht's los mit diesen Badeschlappen hier für 200 Euro, ja. Super. Richtiges Schnappchen. Schnappchen, Digga. Ja, verspreche ich mich schon. Ja, diese Schuhe hier, die habe ich schon mal gesehen, sogar ich geguckt, 2200 Euro wegen Krokodilleder. Das ballert wieder alles. Ich muss auch dann noch eine andere Seite zeigen. Da rasiert der Preis durch dieses Krokodilleder und vielleicht auch noch durch keine Ahnung, was für Sachen, noch ganz andere Sachen. Was könnte denn noch teuer sein? Ja, komm, wir gönnen uns einfach mal. Kenne mich zwar jetzt eh nicht so aus. Ja, das sieht auch wieder sehr schön aus. Würde ich mir auf jeden Fall kaufen und so anziehen, ganz klar. Ich finde, das Outfit ist dann zwar 20.000 wert, aber sieht einfach absolut scheiße aus. Guck dir das an, was ist das? Da geht der Preis aber schon auf jeden Fall höher, aber gut. Das günstigste. Das kommt wahrscheinlich so ein Top oder, ja, so ein Bikini, Alter. Der kostet trotzdem 320 Euro. Vor allem, warum sollte man den so guck anziehen? Guck dir das Model an. Ja, warum sollte man den so anziehen? Guck mal. Gut, ich bin keine Frau, kann da jetzt auch nicht so viel sagen, aber. Ja, so ein kleines. Hey, du bist doch eine Frau. Auf jeden Fall. Hier, das kostet dann 5.080 Euro. Gucci-Streifen, ja. Und ich meine, es geht ja. So sollst du es dann anziehen, eigentlich als komplettes Outfit. Das heißt, also müsstest du dir auch noch diesen Gürtel kaufen für, keine Ahnung, 400 Euro. Dieses andere Kleid für 3.000 Euro und dann noch diese Schuhe für 3.000 Euro und dann noch das da, keine Ahnung. Für so eine Gucci-Tasche für 5.000. Dann ist dein Outfit so bei 25.000. Ja. Sieht aber trotzdem absolut scheiße aus. Gut, ich glaube, wir verlassen einfach mal die Seite, weil es ist einfach nur behindert. Jetzt gehen wir mal schön hier auf die Seite. Vielleicht kennt ihr auch einen anderen oder. Ja, ein oder anderer. Auch der hat, soweit ich das bis jetzt gehört habe, auch eine gute Qualität, ganz klar. Aber wenn man gleich den Preis sieht, denkt man sich wahrscheinlich, es sieht dann doch nicht so gut. Man muss bedenken, dein Auto hat 7.000 gekostet und diese Jacken. Ja, wir machen einfach mal das Preis aufsteigen. Das ist das günstigste. Das ist so eine Jacke. Ich denke immer so, 675 ist auch schon ein harter Preis. Aber wenn man sich sowas holen möchte. Geht eigentlich klar, finde ich. Ich denke mal, bis 1000 Euro kann man da noch durchgehen lassen. Aber ja, da muss auch das dabei sein. Es kann ja jemand sein, dass jemand das mag, jemand das mag. Geh erstmal auf das Teuerste. Jemand das mag. Aber ich weiß nicht, ob du dafür bereit seid, aber. Ja. Die war letztes Mal noch nicht im Store. Da war nur diese Jacke hier im Store. Also nochmal ein Upgrade gegeben. Praktisch jetzt ist das die heftigste Jacke hier auf dieser Plattform. 85.000. Ich meine, wer kennt es nicht? Ne? Da muss man aber auch zu sagen, das ist Krokodilleder. Das darf ja auch nicht jeder benutzen.
Die hier gab es eigentlich sonst immer. Ich finde die auch irgendwie ein bisschen geiler, die 70.000, aber. Ja, hier steht es ja auch, ne? Kann man sich ja alles durchlesen, aber. Ja, das ist einfach, weiß ich nicht. Ich meine, das sieht jetzt nicht mehr so scheiße aus. Dein Auto kostet 60.000 Euro mehr. Ja, dein Auto. Ja, die Jacke kostet mehr als dein Auto. Ja, aufgerundet auf jeden Fall. Ja. Und schon sehr gut aufgerundet, noch mit Winterreifen. Ich meine, okay, dann geht's aber wirklich wieder. Naja, was heißt sehr günstig, aber in den. Immerhin noch unter 10.000 Euro. Ich hab das gleich hier, warte. Noch unten. Die? Nein, da. Ja. Ja. Oh. Die geht eigentlich klar. Ja, ist aber der auch, Preis. Der Preis ist da auch schon wieder echt zu hart. Aber es sind gar nicht so viele. Es sind eigentlich nur diese hier: 60.000, 65.000, 70.000. Da war eigentlich Ende. Und jetzt haben wir noch eine Jeffrey 85.000. Kannst du sagen, mein Name ist Jeff? Ja. Ich meine, das ist das, was geil ist. Vor allen Dingen Leather Bomber. Ja. Das sieht das eigentlich noch am geilsten aus, eigentlich. Aber, also wenn ich das Geld habe, weiß ich nicht. Ich frage mich mal, was es bei Junior gibt. Da weiß ich, das weiß ich selber noch nicht. Also, Junior ist ja Kinder. Junior, nicht Junior. Wir machen mal, keine Ahnung, jung, 4 bis 6 Jahre. Das Auto, das Auto. Gönnung, sortieren hier, zeigt mir erstmal hier das günstigste natürlich wieder. Kinder habe ich mir auch gar nicht mit beschafft eigentlich, weil aus dem Alter bin ich raus. Euro. Da kann man aber sagen, es ist unter 100 Euro und das ist dann noch, sage ich jetzt mal, für meine Verhältnisse akzeptabel. Gut, es ist jetzt auch nur wieder so ein Shirt, wo dieses Philipp Line Logo Zeichen drauf ist. Ist hier bei Gucci auch wieder ein bisschen schwierig, weil, obwohl es ist glaube ich sogar günstiger als bei Gucci, muss ich dann sogar sagen. Wenn ich jetzt aber allerdings das hier eingebe, das ist dann wieder sowas. Eigentlich wie diese 70.000 Euro Jacke, nur für kleine Kinder, ich habe extra den Preis noch verdeckt. Was sich wahrscheinlich die Leute kaufen, ja, die sich sagen. Gönnung, Bruder. Okay, den Preis gehen ja echt noch fit. Aber ich meine, wie groß sind noch die Jacken, ne? Wahrscheinlich so wie so ein Jutebeutel. Aha, Digga. Haben wir auf jeden Fall. Ich werde jetzt, ich glaube, das Video geht 10 Minuten. Ah, warte mal. Wenn wir jetzt hier sogar noch. Das würde mich so interessieren. Bei den normalen Herren. Warum geht das nicht? Seid ihr auch noch aufgehalten? Nee. Komm mal hier, danke dir jetzt. Dieses Auto, guck mal, das Auto. Da muss ich noch reingehen, gell? Die Seite sagt, nein, das dürfen wir nicht. Gut. Mach ich es halt so. So. Herren. Und das interessiert mich jetzt. Die haben auch Schuhe. Die haben auch Schuhe. Wie sehen die aus? Okay. Dogshit. Preis aufsteigen. So, das sind die günstigsten Schuhe. Oder das sind Socken, danke. Hier, 270 Euro. Wenn man das mit anderen Schuhdreisen vergleicht, würdest du sogar sagen, das geht sogar noch. Meine Lacoste-Schuhe, ne, die ich unten gerade habe, kosten 170. Ja gut, das ist dann auch schon wieder ein bisschen hart. Aber ich meine, stimmt, ich glaube, Adidas, wie heißen die, Adidas Ultra Boost kosten auch 100, 195. Ja, merkt man es schon? Nein. 270, naja. Na gut, es ist auch das letzte jetzt. Die Schuhe, der Meyers in den Sneaker. 4.998 Euro. Wo wir allerdings gerade bei Schuhe sind, ne? Auch wenn das Video schon wieder viel zu lang wird, aber es ist einfach so. Ich weiß nicht, kennst du die Marke? Ja, da. Sorry. Kennst du die? Ja. Die ist auch sexuell, ne? Also die ist auch. Die hat auch Preise, die sind nicht mehr ganz so stabil. Ja. Das Wund, ey. Wie sieht das Model aus? Das ist halt genauso wie bei Gucci wieder. Das kannst du eigentlich 1:1 mit Gucci vergleichen. Nur, dass natürlich hier nicht Gucci draufsteht, sondern Versace. Ja, Preis ist natürlich auch wieder stabil am Start. Wie kann man das denn hier? Aha. Preis absteigen. Das ist das Teuerste. Ja. Das Teuerste. 4.500 Euro. Ja, ist halt wie Gucci, aber ich weiß ja nicht, ne? Sieht irgendwie auch ein bisschen komisch aus. Sieht auch nicht so aus wie. Keine Ahnung. Ja. Aber. Nee, danke. Das Video geht 7 oder 8 Minuten lang. Dann wieder wirklich sogar noch, würde ich mir das sogar noch. Das wird lang, ne? Ja. Dann würde ich mir sogar wieder noch Lacoste gönnen oder. Supreme. Ich hab sogar ein Supreme-Shirt. Aber Supreme. Sag tschüss, Marcel. Sag tschüss. Tschüss. Bis dann. Guck in die Kamera. Haut rein, oder?